verschotten. Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Biene von The Stylery. Wie ihr wisst, habe ich das vergangene letzte Halbjahr eine No-Buy-Challenge gemacht. Also 6 Monate lang habe ich weder neue Mode noch Make-up gekauft. Und als ich Anfang des Jahres für das Wochenende in Amsterdam war, habe ich ein schönes Fastenbrechen gemacht und habe das erste Mal nach vielen Monaten mal wieder richtig geshoppt. Was die ersten Fashion-Items waren, die mit mir nach Hause kommen durften und was ich sonst noch so auf meiner Shopping-Liste habe, das verrate ich dir heute. Und falls du mich noch nicht kennst, hi, ich bin Biene von The Stylery. Ich schreibe schon seit über 10 Jahren über nachhaltigere Mode, Fashion, Lifestyle und alles, was so dazugehört. Und wenn dich diese Themen interessieren, dann folg mir doch sehr gerne direkt hier auf YouTube oder schau doch sehr gerne auch mal auf meinem Blog vorbei. Ich würde mich sehr über deinen Besuch freuen. Jetzt geht's aber erst einmal direkt los zu meiner Ausbeute. Zu den ersten Sachen meiner Ausbeute gehört übrigens eine fette Erkältung, die ich aus Amsterdam mitgebracht habe. Ja. Das erste Teil oder die ersten Teile habe ich lustigerweise gar nicht in Amsterdam gekauft, wollte ich aber ursprünglich eigentlich. Und zwar sind das so ganz schlichte schwarze Stiefel. Wir waren in Amsterdam bei diesem Kaufhaus, de Bijenkorf heißt das, glaube ich. Das ist so ein bisschen wie KDW in Berlin. Viele verschiedene Marken, von nicht ganz so teuer bis sehr, sehr teuer, ist alles dabei. Und in der Schuhabteilung habe ich von Vagabond sehr schöne schwarze Stiefel gesehen, die auch in meiner Größe waren und um die Hälfte reduziert. Und ich dachte, das ist der perfekte erste Kauf nach meiner No-Buy-Challenge. Hab das der Verkäuferin gegeben und die ist dann damit losgedackelt und ist dann ein paar Minuten später wiedergekommen und meinte, ich kann den anderen Schuh nicht wiederfinden. Irgendwer hat das in den falschen Karton gepackt. Ich kann ihnen den Schuh heute leider nicht verkaufen. Es sollte also an dem Tag nicht sein. Ich habe dann aber stattdessen einfach bei About You Stiefel bestellt, die auch im Sale waren, fairerweise. Hab auch auf Instagram bei euch eine Umfrage gemacht, welche der paar Stiefel, die ich bestellt habe, euch am besten gefielen und ich musste euch auch zustimmen, der hier hat gewonnen. Lustigerweise auch von Vagabond mit einer flachen Sohle und ansonsten ist da eigentlich nicht viel dran. Das finde ich aber eigentlich ganz gut an dem Stiefel. Also es ist ein ganz schlichter schwarzer Schuh ohne irgendein Geraffel, komische Abnäher oder so. Macht einen schmalen Fuß. Ich habe mir den gekauft, weil ich ja in einem meiner letzten Videos gesagt habe, zu meinem dunkelblauen Rock, dass ich da manchmal nicht weiß, was ich dazu als Schuh tragen soll. Und ich glaube, dass so ein Stiefel eine ganz gute Lösung dafür ist. Generell, also wenn Herbst und Winter sind und ich jetzt irgendwie einen Rock oder ein Kleid tragen möchte, dann fällt es mir immer irgendwie schwer zu entscheiden, was für einen Schuh ich dazu anziehen soll. Weil ich finde, Stiefeletten sehen dann irgendwie immer ein bisschen komisch aus, wenn man dazwischen dann diesen Teil sieht mit Strumpfhose. Und schwarze Strumpfhosen plus weißer Sneaker finde ich irgendwie auch hässlich. Und ich glaube, so ein schwarzer Stiefel löst da viele meiner Probleme. Das allererste Teil, das ich nach meiner No-Buy-Challenge gekauft habe, ist dieser Blazer. Den habe ich in Amsterdam in einem Secondhand-Laden gefunden. Und mir hat das direkt zugesagt, weil diese Farbkombi und das Karo, das habe ich schon ein bisschen länger auf meiner mentalen Wunschliste. Ich stelle mir das nämlich ganz schick vor, so im Alltag, besonders im Büro. Der Blazer ist aber nicht so auf Taille geschnitten, sondern ist an mir ein bisschen oversized. Das heißt, es sieht nicht zu schick aus und zu nicht so ladylike, sondern es ist schon immer noch ein bisschen casual durch diesen legeren Schnitt. Macht auf jeden Fall einen lässigen Look, aber ich glaube, wenn ich jetzt einen hohen Schuh noch dazu kombinieren würde, könnte ich das direkt auch ein bisschen schicker kombinieren. Und ich finde es auch ganz schön, dass ich sowas halt aus zweiter Hand gefunden habe. Generell so Blazer und Sakkos muss man eigentlich nicht unbedingt neuwertig kaufen, sondern das findet man eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise im Secondhand-Laden in sämtlichen Mustern. Und ich habe ja schon mal gesagt, so ein Blazer ist eine gute Art und Weise, um auch mal schlichte Outfits wieder aufzuwerten, ohne viel Aufwand. Das schmeißt man sich einfach so drüber und schon sieht man viel, viel besser und eleganter aus. Was ich euch empfehlen kann, besonders bei Wollblazern, die ihr Secondhand kauft, ist, dass ihr die zu Hause noch mal ein bisschen einer Fusselkur unterzieht. Ich habe meinen Fusselrasierer und meinen Fusselroller genommen und den noch mal ordentlich bearbeitet, weil er doch ganz schön viel Pilling und ganz schön viele Knötchen hatte, der Kleine. Und jetzt fühlt er sich direkt schon wieder ein bisschen neuwertiger an. Also das kann auf jeden Fall immer mal sein, wenn ihr Secondhand kauft, dass ihr der Kleidung noch ein bisschen Liebe geben müsst zu Hause. Aber das ist okay, dafür habt ihr ein Kleidungsstück vor dem Müll bewahrt und das ist immer eine gute Sache. Ein weiteres Secondhand-Teil, das ich in Amsterdam gefunden habe, ist diese Jeans hier. Und das war lustigerweise so ein ziemlicher Glücksgriff. Da waren wir bei einem Herrenausstatter eigentlich, ein Secondhand-Laden extra für Herrenmode. Und ich habe diese Hose einfach von der Kleiderstange runtergegriffen, weil mich die Farbe angesprochen hat. Und habe die einfach anprobiert und die hat perfekt gesessen. Kommt mit einer Knopfleiste vorne.
ist eigentlich auch eher männlich. Also normalerweise Damenjeans haben ja hier einen Reißverschluss. Ich habe hier eine Knopfleiste, ist aber eigentlich auch ganz cool. Und ich habe die halt mitgenommen, gerade deswegen, weil das so ein dunkler Denimstoff ist. Den habe ich so in meiner Garderobe noch nicht. Ich habe aber schon länger darüber nachgedacht, so eine Farbe, so eine Jeansfarbe in meine Garderobe hinzuzufügen. Weil ich finde, dass das eine sehr unterschätzte, aber sehr vielseitige Jeansfarbe ist. Einerseits kann man sie super lässig kombinieren, zum Beispiel mit Boots oder mit Turnschuhen und einem schlichten Wollpullover oder auch einem Hoodie. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen schickeren Schuh dazu kombiniert und einen Blazer, wie zum Beispiel den hier, kann man den Look direkt ein bisschen höherwertiger aussehen lassen, fast schon ein bisschen abendtauglich, einfach nur dadurch, dass die dunkle Farbe da ist. Und ich habe gelernt, dass diese Naht hier, diese vernähte Naht, eine Selvage, so nennt man das, glaube ich, wohl ein Qualitätsmerkmal für Jeans sein soll. Normalerweise sieht man ja diese Overlock-Naht hier hervorschauen. Also soll wohl bedeuten, dass die Jeans eine hohe Qualität hat. Und natürlich macht man das dann so, dass man die Hose aufgerollt dann trägt, damit man die Naht ja auch sehen kann, ist ja klar. Alles in allem also echt ein cooler Fund. Und ich bin gespannt, wie ich die so kombinieren werde in meinem Alltag. Also wie gesagt, haltet immer die Augen offen, wenn ihr gerade Secondhand einkauft, aber auch sonst. Geschlechter für Klamotten, das ist eine Illusion. Das ist Blödsinn und sagt nichts darüber aus, ob ihr solche Kleidung auch tragen könnt oder eben nicht. Und der beste Kauf, den ich in Amsterdam getätigt habe, betrifft dieses Paar Schuhe hier. Ich liebe sie jetzt schon, obwohl ich sie noch nicht einmal draußen angehabt habe, weil ich einfach krank war und noch nicht wirklich draußen war. Das sind diese cremefarbenen Heels. Die haben wir in einer Boutique namens Velour in Amsterdam in den Neuen Straßen gekauft. Super cooler Laden übrigens. Also falls ihr mal in Amsterdam seid und in den Neuen Straßen unterwegs seid, dann checkt mal Velour aus. Die Leute, die da arbeiten, haben sehr offensichtlich viel Bock auf Fashion. Die kennen sich super gut mit ihrem eigenen Sortiment aus. Die können dir zu all den Sachen was erzählen. Diese Schuhe hier sind von Raikkonen. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist eine südkoreanische Schuhmarke. So ein cooler Mix aus eigentlich sehr modernem Schuhdesign, also mit der Spitze vorne. Und dann aber trotzdem dieser 70er-Jahre-mäßige niedrige Absatz. Das hat mir richtig was angetan, dieser Schuh. Und ich glaube, dass diese Art von Schuh fast so alltagstauglich sein kann wie ein weißer Sneaker. Einmal halt wegen der Farbe, weil der genauso hell ist. Und das passt zu fast allem. Also ich würde behaupten, dass 80% meiner Klamotten zu diesem Schuh passen werden. Ich kann das zu Jeans tragen, zu Röcken, zu Kleidern, mit Strumpfhosen oder mit Socken oder auch barfuß. Ich kann es im Alltag lässig kombinieren, zum Beispiel jetzt mit so einer Jeans und einfach so einem grauen Hoodie. Kann es aber auch ein bisschen eleganter machen, wenn ich jetzt schwarze Strumpfhosen und ein Kleid dazu anziehe. Vom Arbeitsalltag bis hin zum Abend kann ich diesen Schuh eigentlich immer kombinieren. Und was soll ich sagen, ich liebe diesen Schuh jetzt schon, obwohl ich den noch gar nicht live irgendwie draußen in der freien Wildbahn anhatte. Damit bin ich richtig happy. Ich bin richtig stolz, dass ich den gefunden habe und dass ich mir den gegönnt habe. Dann schauen wir doch jetzt einfach mal, was sonst noch so auf meiner Shoppingliste steht. Sachen, die ich einfach noch nicht besorgt habe, weil die noch nicht so super dringend sind, die ich aber so im Laufe der nächsten Monate sicher noch einkaufen werde. Und zwar sind das erst einmal schöne Socken, schwarz oder rot. Ich habe mal online geschaut, also die von Colorful Standard gefallen mir ganz gut, weil die auch im Rippenstrick sind. Das finde ich bei Socken eigentlich ganz schön. Ich finde aber, dass die nicht lang genug sind. Also am schönsten würde ich das finden, wenn die Socken irgendwie so mindestens bis unters Knie gehen würden, weil ich finde das immer ein bisschen nervig, wenn Socken dann über den Tag halt runterrutschen und dann siehst du, dass die Haut zwischen der Socke und der Jeans zum Beispiel zwischendurch schimmert. Ich mag das überhaupt nicht. Vielleicht muss ich da tatsächlich auch eher beim Herrenausstatter gucken, weil diese Anzugsocken meistens so lang sind. Dann habe ich noch eine schlichte weiße Bluse auf meiner Einkaufsliste. Ich habe sowas gerade schon in meiner Garderobe und zwar meine Secondhand-Bluse von Isabel Marant. Die ist aber auch schon ein bisschen auf. Also ich trage die unter dem Pullover, wo dann noch der Kragen rausguckt, alles gut. Ich würde die aber gerne ersetzen. Am liebsten mit einer Bluse, die aus einem etwas festeren Stoff ist. Also dass das nicht so labberig ist. Am schönsten fände ich das auch, wenn die Bluse ein bisschen oversized wäre. Und was super schwer zu finden ist, ist, dass es eine Bluse ist, die nicht noch so eine Brusttasche aufgenäht hat. Das möchte ich halt einfach nicht. Es soll eine ganz schlichte weiße Bluse sein. Ohne alles. Da habe ich bisher halt einfach noch nicht das Passende für mich gefunden, also suche ich weiter. Und was noch auf meiner Liste ist, bei dem ich mir aber gar nicht so sicher bin, ob ich mir das tatsächlich kaufen werde und was genau, ist das schwarze Kleid.
Also mehr kann ich dazu eben auch noch nicht sagen. Das liegt einfach daran, dass ich glaube, dass ein schwarzes Kleid etwas ist, das ich in meiner Garderobe gut gebrauchen könnte. Ich weiß aber nicht, was für eine Art, also was für ein Stil von Kleid es sein soll. Weil einerseits würde ich das schön finden, wenn das ein Kleid ist, das ich halt möglichst oft tragen kann. Das heißt, es muss eigentlich für abendliche Gelegenheiten gut passen, darf auch gerne ein bisschen sexier sein. Gleichzeitig möchte ich aber auch, dass ich das im Alltag gut tragen kann und dann darf es halt nicht zu frei freizügig sein. Ich weiß also noch nicht so ganz genau, wie dieses schwarze Kleid genau an mir aussehen sollte. Ich habe auch noch nicht so das Modell gefunden, was mich so angesprochen hat. Und ich bin mir vielleicht auch noch nicht so sicher, ob es tatsächlich ein Teil ist, das ich in meiner Garderobe haben muss. Vielleicht könnt ihr mir ja einen Rat geben. Ist das etwas, das ich brauche oder eher nicht? Und wie könnte so ein Kleid aussehen? Vielleicht habt ihr auch Empfehlungen aus diversen Online-Shops, dann schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Aber das sind im Großen und Ganzen tatsächlich auch die Sachen, die jetzt noch so auf meiner Wunschliste stehen, von denen ich denke, die könnte ich akut noch zu meiner Garderobe hinzufügen. Und das war sie auch schon, meine Ausbeute nach meiner No-Buy-Challenge. Es hat Spaß gemacht, mal wieder shoppen zu gehen, bin ich ganz ehrlich. Und ich finde es auch echt schön, mal wieder live im Laden zu sein, die Sachen anzuprobieren und zu fühlen. Es ist einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis, als online nach Sachen zu shoppen und sich die liefern zu lassen. Mit den Teilen, die ich jetzt geshoppt habe, habe ich auch ein paar Lücken in meiner Garderobe gefüllt, vor allem mit diesen weißen Heels und den Stiefeln. Verratet mir doch sehr gerne, was bei euch noch auf der Shopping-Wunschliste steht und warum. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Und vergesst natürlich nicht, The Stylery zu abonnieren. Damit unterstützt ihr nicht nur diesen Channel, sondern ihr verpasst auch in Zukunft keine neuen Videos mehr von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit einschaltet. Bis dann!